So, servus, heute erklären wir den Absolutismus. Außerdem erfahrt ihr, wer der Sonnenkönig war und was das Ganze mit der Französischen Revolution zu tun hat. Ist auf jeden Fall ein geiles Thema, also bleibt dran. Also ab zum Absolutismus. Der Absolutismus war die Herrschaftsform, die vor der Französischen Revolution in Frankreich am Start war. Absolutismus beschreibt, wie der Staat organisiert ist. Frankreich war also absolutistisch organisiert, also die Herrschaftsform des Absolutismus galt, bis durch die Französische Revolution alles über den Haufen geworfen wurde. Damit haben wir die Verbindung von Absolutismus und der Französischen Revolution auch schon geklärt. War doch ganz easy. Jetzt erklären wir euch noch, wie es so im absolutistischen Frankreich ausgesehen hat. Dann wisst ihr auch, was Absolutismus eigentlich bedeutet. Was ihr unbedingt kapieren müsst, beim Absolutismus geht es immer um den König. Ich erkläre es euch anhand von Ludwig XIV., dem sogenannten Sonnenkönig. Direkt vor der Französischen Revolution war aber nicht der, sondern Ludwig XVI. An der Macht. Also Ludwig XIV., Sonnenkönig, Vorzeigekönig, um den Absolutismus zu erklären. Ludwig XVI., Nachfolger, letzter König vor der Französischen Revolution. Nice. Wir müssen hier einfach auch den Sonnenkönig machen, weil das so ein Klassiker ist, dass ihr ihn in der Schule auf jeden Fall braucht. Also, Absolutismus anhand von Ludwig XIV. Schauen wir uns den Laden mal an. Beim Absolutismus ist der König der absolute Boss. In unserem Beispiel also Ludwig XIV. Der kann grundsätzlich alles bestimmen und ist an nichts und niemanden gebunden. Man hat damals gesagt, der König ist nur vor Gott verantwortlich. Ihr wisst vielleicht schon, wenn es so eine Art König gibt, nennt man die Herrschaftsform Monarchie. Das stimmt auch, der Absolutismus ist eine spezielle Unterform der Monarchie. So wie zum Beispiel der Audi A8 eine spezielle Unterform der Audis ist. Der König ist quasi der ganze Staat. Da gibt's den berühmten Spruch, l'État c'est moi, das heißt, der Staat bin ich. Von wem der stammt, weiß man aber nicht. Man nennt Ludwig XIV. Daher auch Sonnenkönig. Weil alles um ihn kreisen sollte, wie die Planeten um die Sonne. Also im übertragenen Sinne sollte sich alles im Staat um ihn drehen. Es sollte nicht um ihn herumschweben, weil er so fett war, dass er ein eigenes Gravitationsfeld hatte. Für so eine Aussage hätte ich damals viel Stress bekommen, aber das seht ihr gleich noch. Absolutismus bedeutet auch, dass der Adel nichts zu sagen hat. Als Ludwig XIV. An der Macht war, hatte der Adel grundsätzlich kein Mitbestimmungsrecht. Der König kann ja aber nicht alleine den ganzen Staat organisieren, der braucht Mitarbeiter für die politischen Aufgaben. Die politischen Aufgaben werden an Fachleute übertragen, die nennt man Beamte. Die werden direkt vom König ausgesucht, sind von seinen Anweisungen abhängig und er kann sie auch wieder rausschmeißen. Merkt euch das unter dem Punkt. Beamte sind vom König ausgesucht und nicht irgendwelche Adeligen. Alle Macht ist beim König, der Adel hat nichts zu melden, das Volk schon gar nicht. Merkt euch das unter dem Punkt, zentrale Gewalt beim König. Was auch ein wichtiges Merkmal ist, jeder einzelne Mitarbeiter in der Politik, also jeder fucking Beamte oder sonst was, kann nur beraten. Jede Entscheidung liegt letztendlich beim König. Solche Mitbestimmungsorgane wie ein Parlament gibt es beim Absolutismus nicht. Null. So ist der absolutistische Staat also grundsätzlich organisiert. Alle Macht ist beim König. Weiter zur Gesellschaft. Die ist im absolutistischen Frankreich in drei Stände gegliedert. Nummer 1, Klerus. Nummer 2, Adel. Und Nummer 3, Rest. Klerus sind die Kirchentypen. Der Adel sind die Fürsten und sowas. Der dritte Stand ist der Rest. Das waren Bauern und Bürger. Die waren nicht alle arm, das geht vom armen Landarbeiter bis zum wohlhabenden Großbauern. Auch bei den Bürgern gab es Arme und Reiche. Politisch gesehen standen die aber alle auf der dritten Stufe. Die hatten kein politisches Mitspracherecht und auch keine Privilegien. Wir haben ja eben schon gesagt, dass der Adel keine politische Macht hatte. Und das stimmt auch. Es hat trotzdem was gebracht, zum ersten oder zum zweiten Stand zu gehören. Für die gab es nämlich soziale und wirtschaftliche Privilegien. Die durften zum Beispiel jagen, was der dritte Stand nicht durfte. Außerdem mussten die ersten beiden Stände keine Steuern zahlen. Damit ist das Grundprinzip geklärt. Ludwig XIV. Ist der absolute Boss. Er ist der Staat. Er hat natürlich Mitarbeiter, sogenannte Beamte, die sind aber alle von ihm abhängig. Die Gesellschaft ist in drei Stände gegliedert. Jetzt machen wir noch ein paar besondere Merkmale des Absolutismus in Frankreich. Die sind auf jeden Fall wichtig, also bleibt dabei. Militär, es gibt ein stehendes Heer. Vorher gab es sogenannte Bedarfsheere, die immer nur zusammengekommen sind, wenn es Krieg gab und danach wieder nach Hause gegangen sind.
Das stehende Heer muss aber immer bereit sein. Die Jungs sind also alle hauptberufliche Soldaten. Die sind einheitlich ausgerüstet, haben Uniform und so weiter und sind streng organisiert. Das stehende Heer steht unter dem Oberbefehl des Königs. Außerdem bestimmt der König die Offiziere. So kann der seine Macht sichern. Das nächste Merkmal, die hohen Adeligen werden von Ludwig XIV. An seinen Hof herangezogen. Er bildet sich so einen richtig schön prunkvollen Hofstaat aus. Er lässt krasse Schlösser bauen, krasse Gärten und auch sehr prunkvolle Zeremonien und Partys abhalten. Merkt euch das einfach unter dem Punkt Hofstaat. Der Dienst der Selbstdarstellung des Königs. Nächstes Merkmal, die Legislative und die Judikative sind vom König abhängig. Legislative ist die Gesetzgebung, Judikative ist die Rechtsprechung, also die Richter. Der König Ludwig XIV. Kann zum Beispiel unliebsame Personen einkerkern lassen ohne irgendein Gerichtsverfahren. Der gibt einfach einen Haftbefehl raus und macht seinen Stempel drauf, er muss nicht mal einen Grund angeben. Die Wirtschaftsform im Absolutismus nennt man Merkantilismus. Die Wirtschaft wird zentral gelenkt. König Ludwig XIV. Erlässt Regeln, um die Wirtschaft zu beeinflussen. Zum Beispiel erhebt er Zölle, wenn Händler Waren nach Frankreich einführen. Grundsätzlich soll die Wirtschaft dazu dienen, die Einnahmen des Staates zu erhöhen. So soll der Reichtum des Staates erhöht werden und damit die Macht des Königs gestärkt werden. Deswegen soll zum Beispiel mehr exportiert als importiert werden. Wenn mehr Waren aus dem Land rausgehen, kommen mehr Einnahmen in das Land hinein. Wenn wenige Waren in das Land hineingehen, kommt im Gegenzug wenig Geld oder Gold aus dem Land hinaus. Insgesamt könnt ihr euch den Merkantilismus so ein bisschen vorstellen wie Age of Empires. Ihr seid König Ludwig XIV. Und bestimmt alles alleine. Ihr versucht durch verschiedene Maßnahmen möglichst viel Reichtum, sagen wir Gold, anzuhäufen. Zum Beispiel werden von Ludwig XIV. Speziell ausgebildete Arbeiter, Manufakturen und auch der Straßenbau gefördert. Davon kauft ihr dann viel Militär, um der mächtigste Staat zu sein. Ihr erinnert euch an das stehende Heer? Das war zum Beispiel viel teurer als die herkömmlichen Heere, weil man die hauptberuflichen Soldaten ja die ganze Zeit bezahlen musste. Merkt euch also, die Wirtschaftsform ist der Merkantilismus. Der zielt darauf ab, dass der Staat reich und mächtig wird. Bleiben wir direkt mal bei dem Age of Empires Vergleich. Die Außenpolitik von Ludwig XIV. Ist nämlich ganz ähnlich. Durch rationale Taktik wird versucht, die eigene Macht zu vergrößern. Es werden viele Kriege geführt und Gebiete erobert. Merkt euch das unter dem Punkt aggressive, aber erfolgreiche Außenpolitik. Noch ein letzter Punkt. Religion, Sprache und Kultur werden vereinheitlicht. Man will da keine große Vielfalt, alle sollen es so handhaben wie der König. Dann kommt schon keiner auf dumme Gedanken. Ludwig XIV. War katholisch, also sollte auch jeder im Land katholisch sein. Religionsfreiheit gab's nicht. Also letztes Merkmal, Einheit in Religion, Sprache und Kultur. Also, was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Absolutismus ist eine spezielle Unterform der Monarchie. Es gibt einen König und der hat im Prinzip die ganze Macht. Der Absolutismus wird fast immer am Beispiel von Ludwig XIV. Erklärt, der sogenannte Sonnenkönig. Der war ein Vorzeigekönig für den Absolutismus. Merkmale des Vorzeigeabsolutismus in Frankreich waren stehendes Heer, Zentralgewalt beim König, prunkvoller Hofstaat zur Selbstdarstellung. Merkantilismus, die Wirtschaft wird so gelenkt, dass der König möglichst reich und mächtig wird, aggressive Außenpolitik, Einheit in Religion, Sprache und Kultur. Nice Leute, wir sind durch, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich.